Moin zusammen, mit am Start mit Mordred Soul Suspect und schauen nach den Hinweisen. Anscheinend, ja, hier ist der letzte Hinweis vom nassen Grab anscheinend. Oder? Ne, enthüllen. Ah, das ist Mädchen. Verängstigt, würde ich sagen. Beobachtend. Sich verstecken. Beobachtend. Ja. Ach, der Mörder hat nach ihr gesucht. Ah. Das heißt, dass der Mörder nach ihr gesucht hat und ich mehr oder weniger ihn erwischt habe oder auf der Suche nach ihm war und dabei ein Schussgefecht gewesen war oder ein Hindernis für ihn war. Das heißt, es die anscheinend immer noch gibt. Spirituell. Buch der Geister. Ist hier noch irgendwas? Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Ah! Das ist der letzte Hinweis vom nassen Grab. Abgeschlossen. Gut, cool. Ach, ich muss zur Ermittlung, die dann abzuschließen, oder was? Moms Geschenk, denke ich mal nicht. Das ist falsch, okay. Mir fehlen noch welche. Er hat schon Blut an seinen Händen, ach so, okay, das ist ja krass. Und dann kam ich eben halt. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Er ist anscheinend übernatürlich, meiner Meinung. Aber was ist mit denen los, ey? Alter Schwede, kann ich mich überhaupt nicht wehren oder was? Ja, zwei Waffen. Alter, was ist denn das für ein Tier, Alter? Der hat mich einfach mal so weggeschlagen, ey. Krasse Scheiße. Entweder ist der übel stark oder er ist übernatürlich und siehst durch das Fenster. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? So, das ist die Frage. Ich denke mal, Ermittlungen abschließen. Einige Ermittlungen halten sie mehrere Fragen. Neues Ziel. Mögliches Ziel. Ach, hier war ich noch gar nicht, oder? Ah. Julias Gedanken. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dass sie dorthin gegangen ist. Hallo? Hä? Ich konnte doch vorhin dort lang gehen, oder nicht? Nein, scheint nicht. Und scheint dürfen wir nicht mehr lang, oder was? Sitz ergreifen.
Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Das wisst ihr ja noch gar nicht, oder? Oder ist es das, was da alles blinkt? Ja, denn das ist Baxter, ist wahrscheinlich, oder? Auch falsch. Alter, was ist das für ein Scheiß hier? Ach komm. Ja, probieren wir jetzt alles aus. Aber ist doch klar, dass es nicht ist. Ach, natürlich, ist das auch falsch. Das sind sicherlich die zwei Dinger, die hier. Falsch. Kann es ja nur noch eine der richtigen Antwort da oben sein, oder? So, was haben wir noch nicht angeklickt? Ach, das Fenster haben wir noch nicht angeklickt. Ach, komm, ey. Im Prinzip ist gar nichts mehr, oder was? Ja, dann... Warum konnte ich ihn jetzt beeinflussen? Was soll das für ein sinnloser Scheiß? Wenn hier nichts richtig ist? So. Jetzt ist die andere Frage, ob ich jetzt, ja, dahin ist sie nicht gegangen. Das wissen wir jetzt auch schon. Sie ist ja hier raus. Das wissen wir ja, dass sie hier raus ist. Aber ich kann ja nicht hier raus. Das heißt, ich muss den ganzen Weg jetzt erstmal wieder zurück, oder was? Ah. Hallo. Habe ich hier irgendwas in Höhlen? Ja, ist das immer noch die laufende Entwicklung? Ne, Ephos. Okay. Willst du mir denn hier reden? Können wir denn anscheinend nur noch nichts machen? Dämonen sind auch schon mal hier nicht mehr. Hallo. Ah, den habe ich schon gefragt. Kann ich die irgendwie beeinträchtigen hier mit dem Poltergeist? Ja, richtig, ja. Einzelheiten stehen noch aus. Ey, die lassen sich aber auch nicht beeinträchtigen. Das ist doch der Hammer, ja. Ach, hier, kann ich hier irgendwelche Informationen sammeln? Anscheinend nicht. Wahrscheinlich durch die Decke hören. Hoffentlich stellt er keine Fragen, er merkt sonst, dass ich nicht zu. Ja, ach so. Okay. Ja. Ah, sammeln. Warnhinweis. Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Dazu noch dieser Lärm. Hier unten ist ja die. Ah ja, hallo. Ich hoffe wirklich, dass Sie etwas finden. Haben wir jetzt nicht genug gefunden eigentlich? Ich kann schon mal nicht raus. Ha! Ich muss einen anderen Weg finden. Hab ich mit Ihnen schon geredet? Hallo? Hey,
Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Nein, ich wollte... War eine rhetorische Frage, Herrgott nochmal. Komm schon, guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so, du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Das hatten wir eigentlich schon in der... Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? Sprich nicht davon. Sprich, wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Das haben wir ja schon, das wissen wir ja schon alles, was die eigentlich wissen. Das ist ja das Ding. Was bin ich, der durch die Wände hier einfach geht, oder was? Was ist das? Ah, hier, Poltergeist, geiles Ding. Was kann ich machen hier? Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Ha! Haben wir das auch schon mal gelöst hier. Diesen tollen Fall. Hallo! Hör zu, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh. Warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Ehrlich? Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Kein Problem, kein Problem. Ich helfe doch gern. Oh. Sie wurde jetzt erlöst? Ah. So, hier waren wir schon. Können wir nicht raus? Jetzt auch schon mitbekommen. So, hier können wir nur hochgehen. Können wir jetzt noch irgendwas an der Ermittlung noch machen? Hier können wir uns anscheinend nichts mehr angucken. So, gehen wir jetzt mal schnell einen dritten Stock hoch. Ja, eigentlich ist doch das Mädchen ist doch eigentlich aus dem Fenster raus, das wissen wir doch. Alter, leck. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier mit der... Was ist mit den Zweien hier? Kann ich hier nichts irgendwie enthüllen? Ah, komisch, komisch, komisch. So, 9 von 14 Hinweise haben wir. Wohin ist das Mädchen? Ja, ich weiß ja, wohin das Mädchen ist. Es ist ja hier raus. Mann, 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 Mann. Können wir jetzt auch nicht nochmal untersuchen? Letzte Ruhestätte. Ich habe mir alles schon angeguckt. 10 von 16, 4 von 7. Ja, den Mord haben wir ja eigentlich schon gelöst.
eindeutig, das Mädchen ist hier rausgegangen. Verdammt nochmal. Ich habe keinen neuen Hinweis. Es ist ganz einfach so. Ich habe keine neuen Hinweise. Ne. Kann ich hier durch? Ne. Kann man auch niemanden ergreifen? Man kann sie schon ergreifen, aber nicht beeinflussen. Es ist schon mal so alles komisch hier. Hier noch irgendwas machen? Das ist der schlimmste Geburtstag. Ja. Hier können wir nichts machen. Hier kein Hinweis. Ah, das ist eine Lavalampe. Jetzt wisst ihr, was es ist. Poltergeist haben wir auch schon gemacht. Hier haben wir ja die zwei Kunden ja getötet. Hier ist das Zimmer, was wir mit den Typen da, wo er sich hier umgebracht hat. So. Gehen wir jetzt noch den Stockwerk runter und gucken jetzt alles nochmal durch. Ja, das ist der Typ, der die kleinen Kinder erschreckt. So. Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach. Nein. Hält schon wach, aber es ist nicht der Grund. Es ist ein Geist, das sie die ganze Zeit erschreckt. Der Typ hat Spaß dran. So. Lol. Du warst eine Person. Ha. So, mit denen haben wir auch schon geredet. Exit. Da will ich nicht hingehen. Warum denn nicht? Na, langsam verstehe ich sie nicht mehr. Wir haben das gelöst, wir haben das gelöst. Wir haben doch eigentlich alles gelöst, was man... Zeitungsartikel. Gut. Ha. Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Oh, Kerl. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Okay, zieht die Hose. Hier ist auch eine Person, aber ich kann hier auch nichts enthüllen anscheinend. Ja, dann Leute, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge bei Modded Sources Backed. Ich hoffe mal, wir können durch das Fenster raus. Ich denke mal, ich habe das irgendwie verbuggt oder versauert, dass ich vorhin an das Ding da rangegangen bin, schon bevor ich gewusst habe, dass die da rausgegangen ist. Anscheinend war das das Problem. Versuche jetzt mal nochmal den Kontrollpunkt nochmal neu zu starten oder sowas. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge bei Modded Sources Backed mit euren Hütte und Chausen.